Im Allgemeinen darf es als wenig ratsam angesehen werden, jemanden um Rat zu fragen, der nicht die gleichen Interessen vertritt wie wir selbst. Gleichsam ist es wenig ratsam, jemanden zu fragen, der vielleicht noch weniger wissen wie wir selbst sein eigen nennen darf. Hallo und herzlich willkommen aus Punta Cana, meine Damen und Herren. Ich beschäftige mich seit 25 Jahren als Heilpraktiker, als Apotheker, als Physiotherapeut, als Osteopath mit chronischen Erkrankungen. Tagtäglich suchen mich Patienten auf, insbesondere in der Online-Sprechstunde mit chronischen Erkrankungen. Insbesondere Erkrankungen, die man beim Hausarzt so häufig als vegetative Dystonie oder als psychiatrisch abtut. Hierbei handelt es sich um Tachykardie, Tachyarrhythmie, Müdigkeit, Chronic-Fatigue-Syndrom, Schlafstörungen, Erektionsstörungen, teilweise Verdauungsstörungen, Gewichtszunahme, Gewichtsabnahme, einfach nachlassende Leistungsfähigkeit in allen Bereichen des Lebens. Entweder man wird vertröstet mit irgendwelchen nebulösen Aussagen wie das wird schon wieder, oder das hätte eben dann mit dem Alter zu tun. Allgemein ist es so, vor die Therapie haben die Götter die Diagnostik gestellt. Und hier stoße ich auf teilweise frappierende Hürden und Widrigkeiten, wenn ich dem Patienten dann den gut gemeinten Rat gebe, lass doch mal deine Schilddrüsenhormone untersuchen. Wenn wir beim Arzt, das bekomme ich fast täglich zu hören, das TSH bestimmen möchten, FT4, FT3, TBG, dann bekomme ich sehr häufig die Antwort, der Hausarzt, auch die Helferin oder auch das freie Labor wissen nicht, was versteht man unter dem reversen T3 oder TBG. Aus diesem Grund möchte ich dich einladen zu meinem Workshop Thema Schilddrüse, das häufig übersehene Organ, am Samstag, den 28. um 17 Uhr in diesem Monat. Was wirst du bei diesem Kurs lernen? Zunächst einmal musst du dich folgende Frage stellen. Welche Funktion, was macht die Schilddrüse überhaupt in unserem Körper? Wozu brauchen wir dieses Organ? Dann stellt sich die Frage, was ist überhaupt mit dem T4? Brauchen wir T4? Macht es einen Sinn, wenn wir bei einem Patienten mit einer anerkannten Hypothyreose, Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Gewichtszunahme, trockene Haare, trockene Haut, Haarausfall, macht es hier Sinn, wenn wir T4 geben oder brauchen wir T3? Welche Rolle spielen die Umwelttoxine, die Schwermetalle allen voran? Und welchen Einfluss haben Selen und Jod bei der Umwandlung durch die Deodasen vom inaktiven T4, dem Streichholz, das nicht brennt, zum aktiven T3. Deodasen. Wie viele Deodasen gibt es und was ist der Unterschied? Was ist bei einer verstärkten Expression von Deodase 3? Und sind die Deodasen in allen Organen, in allen Geweben gleich exprimiert? Oder haben wir vielleicht in der Muskulatur etwas mehr von Deodase 2? Im Hunger vielleicht etwas mehr von Deodase 3. Wie ist die Verteilung der Expression der Deodase bei Hungersituationen, bei sportlicher, ambitionierter, sportlicher, teilweise vielleicht auch überzogener Leistungsanforderung an unseren Körper? Wie sieht es mit dem TBG, also thyroxinbindenden Globulin, Transporter der Schilddrüsenhormone aus, wenn wir Diäten machen? Warum funktionieren die Diäten, die wir ja so häufig beginnen und so oft auch wieder beenden, teilweise mit etwas Erfolg, leider in vielen Fällen ohne Erfolg, manchmal sogar mit einem Jojo-Effekt
und noch einigen Kilogramm mehr auf den Rippen wie vorher. Warum funktioniert Low Carb nur die ersten Wochen? Welche Adaption findet hier statt? Passiert das über das TBG, thyroxinbindendes Globulin? Ist ein Alpha-Fettoprotein der Leber, meine Damen und Herren. Und wenn wir in eine Hungersnot kommen oder in einen Zustand schwerer Erkrankung, man hat die Situation gesehen bei Intensivpatienten, dann ist es so, dass die Proteinbiosynthese der Leber heruntergefahren wird und damit auch das TBG absinkt. Wenn TBG absinkt, dann haben wir mehr freie Schilddrüsenhormone und es kommt in der Konsequenz zu einer negativen Rückkopplung, zu einem negativen Feedback-Mechanismus oder auch negativer Feedback-Schleife über den Hypothalamus. Der Hypothalamus wiederum stimuliert den Hypophysenvorderlappen etwas weniger und der Hypophysenvorderlappen schüttet weniger TSH, also thyroidea-stimulierendes Hormon. Das ist ein Peptidhormon aus Aminosäuren aus, meine Damen und Herren. Diese Regelkreise muss man verstehen. Aber wie ist es mit den Deodasen, meine Damen und Herren? Wir brauchen Jod, wir brauchen Selen für die Deodasen. Wir brauchen Zink und wir brauchen Eisen, um die Schilddrüsenhormone herzustellen. Aber welchen Einfluss haben zum Beispiel unsere Geschlechtshormone? Hat das Testosteron einen Einfluss? Hat das Östrogen vielleicht eine Bedeutung? Wie sieht es mit Progesteron aus? Oder auch Cortisol? Ich will an der Stelle eine Kleinigkeit verraten. Unsere Hormone müssen wie ein Klavier, eine Klaviatur, jede Taste, jedes Hormon muss für sich gesehen stimmen. Wenn das der Fall ist, dann sind wir gesund. Wenn das nicht der Fall ist, dann werden wir krank. Das bedeutet, zunächst mal werden wir symptomatisch. Und die ganzen Hormone, die wir in unserem Körper haben, ob Peptidhormone oder Steroidhormone, kommunizieren alle miteinander. Das bedeutet, DHEA, Estradiol, Progesteron, Androstenedion, Cortisol, Hydrocortisol, aber auch die Schilddrüsenhormone, T3, T4, stehen immer untereinander in Abhängigkeit. Und diese Abhängigkeiten, die werde ich Ihnen beim Workshop am Samstag beibringen. Und was kannst du tun? Auf deinen Arzt kannst du nicht vertrauen. Wie gesagt, diese Gesellschaft ist überfordert. Die Verschreibung von T4 ist in fast allen Fällen janusköpfig und führt bei den allermeisten Patienten leider nicht zum gewünschten Erfolg. Meine Damen und Herren, ich freue mich auf Ihre Teilnahme. Es wird wieder ein spannendes Wochenende, ein spannender Tag. Der Kurs wird ungefähr 2, mehr Kulpa, können noch locker 3 Stunden werden, dauern. Und ich freue mich an der Stelle auf eure Teilnahme. Und bitte bedenken Sie immer eines, wenn Sie jemanden um Rat fragen, der weniger weiß wie Sie, dann sind Sie da wahrscheinlich schlecht beraten. Und allgemein gesehen sind Sie verloren, wenn Sie auf einen Narren hören. Alles Gute, meine Damen und Herren.